Alles klar, dann legen wir uns aufs Ohr. Ist natürlich am Anfang der Episode ein bisschen ungeschickt. Hätte ich eigentlich noch in der letzten Episode machen können. Na gut, dann hauen wir uns aufs Ohr. Wunderbar. Da hinten geht die Sonne auf. Einmal einen kleinen Rundumblick. Aha. Da oben gibt es wieder Monster. Eine garstige Spinne. Also irgendwie habe ich hier vor der Tür doch einiges an Viechzeug rumlaufen. Okay. Jetzt hoffe ich nur, dass nichts auf meinem Dach sitzt. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Da oben ist doch schon wieder ein Creeper unterwegs. Sieh hier, mit den Creepern, das ist so eine richtige Seuche. Da hinten läuft auch einer. Meine Güte. Ja, dann schauen wir einfach mal. Die Spinne, wenn sie aggressiv ist, dann kommt sie natürlich auch hochgeklettert. Ich bin ja bewaffnet mit meinem kümmerlichen Holzschwert. Und dann schlagen wir hier mal den Pfropfen raus. Und ich hoffe echt, dass nichts auf meinem Dach sitzt. Vor allen Dingen kein Creeper. Das wäre äußerst unangenehm. Ich glaube, ich habe auch schon die Rohstoffe, um mir einen Bogen zu machen. Das wäre natürlich cool, um den Creeper da oben runter zu schießen. Aber das bringt mir auch nur was, wenn ich dann da hochgehe und die Sachen einsammle, die der fallen lässt. Gut, dann fangen wir mal mit der nächsten Ebene an. Ups. Nein. Meinetwegen. Blöcke am Ende setze ich, damit ich dann da nicht runterfalle. Beim Rückwärtsgehen. Es geht einfach schneller, als ständig da irgendwie lang zu schleichen. Ja. Die Monster haben sich in ihre Unterschlüpfe. Unterschlüpfe? Keine Ahnung. In ihren Unterschlupf begeben. Was auch immer. Ja, ich habe jetzt auch nicht mehr genug Glas, um alles mit Fenstern auszustatten. Mal kurz schauen, wie viel Glas ich habe. Das reicht für ein Dreierfenster noch. Das heißt, das können wir dann hier schon mal an die Stelle setzen. 1, 2, 3, richtig. So. 1, 2, 3. Dann haben wir das schon mal gemacht. Klar. Ja, es ist die Frage. Sollen wir hier schon mal freilassen? Ja, während der Bauphase können wir das ruhig machen. Wenn ich vor, hier oben ein Lager aufzuschlagen, sondern dieses Stockwerk ist ja noch im Bau befindlich. Ah, jetzt sind da oben eine Menge Schafe gespawnt. Der wird schon ganz schön hoch. Also geplant habe ich mit 4 Stockwerken plus der Kuppel, das ist quasi ein fünftes. Das ist schon ganz schön hoch. Vielleicht mache ich den nicht ganz so hoch, wie ich ihn geplant habe. Obwohl, so als Aussichtsturm ist das schon eine feine Sache. Mal gucken, dass ich hier nicht runterfalle. Ja, man hat jetzt schon eine schöne Aussicht hier. Wenn ihr hoch genug baut, dann guckt man sogar über die Berge rüber. Naja, mal schauen, wie viel Lust ich habe, den wirklich in ziemliche Höhen zu schrauben. Okay. Dann können wir hier mal eine weitere Reihe bauen. Okay. Sind wir dann schon relativ weit an der Seite. Das geht ja auch noch prima von hier unten. Lassen wir da einen hin.
Und da einen hin. Da ist die Aussparung für das Fenster. Hier kommt das nächste Fenster. Okay, okay. Dann kommt da jetzt eine Reihe drüber. Kriegen wir das irgendwie noch hier hin? Da kriegen wir es hin. Tatsächlich. Es geht noch von hier unten. Der Typ hat ganz schön lange Arme. Ja, ja, ja. Man könnte ja auch hier schon mal an den Aufgang denken. Weiß ich ungefähr, dass der hier hinkommt. Die Frage, ja, was anderes als Holz kommt da eigentlich nicht in Frage. Okay, ich müsste doch sogar noch Leitern im Gepäck haben. Können wir hier schon mal die nächsten Leitern setzen. So. Dann wissen wir, wie es hier nach oben geht. Doch, die Aussicht ist wirklich nett. Alles klar, wie ist das mit den Holzvorräten? Doch, ein bisschen was haben wir noch. Dann muss ich aber wirklich demnächst mal ein bisschen Sand schaufeln gehen, dass wir noch ein bisschen Glas herstellen können. Brauchen wir ja auch jede Menge. Da drüben zum Beispiel könnte man schön Sand abbauen. In der Zwischenzeit... versuche ich dann auch mal hier ein bisschen weiter zu bauen. Dieses Stockwerk zügig fertigzustellen. Klar. Das klappt doch ganz gut. Okay. Das haben wir schon fast die Zielhöhe erreicht. Nämlich, das kommt einfach nur noch das Dach drauf und dann ist schon Stock 2 fertig. Da habe ich mir noch für den zweiten Stockwerk habe ich mir eigentlich keinen Verwendungszweck überlegt bis jetzt. Aber vielleicht fällt mir noch was Schlaues ein. Okay. Gut. Jetzt muss dann da noch das Dach drauf. Da müsste mir noch eine schlaue Methode einfallen. Wie ich das denn mache? Also ich muss hier eh noch eins höher. Und dann könnte ich ja versuchen. Wie das? Da komme ich doch dran. Jawohl. Nicht schlecht. Die Ecken. Und nach Möglichkeit nicht vom Turm runterfallen. Weil der ist doch jetzt schon verflucht hoch. Viel höher, als ich mir das vorgestellt hätte. Was übrigens falsch ist. Ach, ich trottel. Das Dach muss hier hin. Nee, nee, nee. Habe ich das Dach doch tatsächlich eins zu niedrig gemacht?
Gut, alles wieder abreißen. Das kommt in Minecraft öfter mal vor. Jetzt. Gut, dann begebe ich mich mal wieder nach unten. Ich hoffe, ich falle jetzt hier nicht runter. Alles klar, warte mal. Sammle ich doch hier noch schnell das Holz ein. Oh nee, runter. Runter. Okay, eigentlich müsste ich jetzt hier wieder verschließen, um sicher zu gehen, dass nichts kommt. So die Frage. Obwohl, nee, durch die Leiter kann da, glaube ich, nichts runterkommen. Deswegen sollte das relativ sicher sein. Ich glaube, die Leiter ist ein halbes Feld hoch. Das heißt, da kann sich eigentlich nichts durchquetschen. Man kann ja auch mit Leitern Wasser blockieren zum Beispiel. Also da sollte nichts durchkommen. Hoffentlich zählt das nicht als offene Stelle in dem Gebäude hier, so dass beim Schlafen irgendwelche Monster erscheinen. Gut. Könnten wir uns noch irgendwas zusammenbauen? Ich könnte natürlich mal die Steaks auf den Ofen schmeißen. Dazu brauche ich die Kohle. Die Hälfte davon tue ich mal in den Ofen. Dann machen wir die mal hier fertig. Dann wieder diese grünen Dämpfe. Diesmal werde ich mich am Ende der Episode hinlegen. Sodass wir nicht damit anfangen, dass ich eine Runde schlafe. Das finde ich irgendwie blöde. Und dann am nächsten Minecraft-Tag werden wir dann Sandschaufeln gehen, damit wir hier unsere Glasproduktion starten können. So, eins haben wir fertig. Das zweite liegt auf dem Ofen. Ja, ist schon erstaunlich, wie schnell aus relativ unschönen Hütte ein richtiges Gebäude wird. Warum kann ich da keine Fackel anbringen? Naja. Mit dem Licht muss ich mir mal was überlegen. Wie ich das machen werde. So, das ist Nummer 2. Ein Sand, naja, das lohnt sich nicht wirklich. Aber nun gut. Allerdings werden wir nicht nur Sand brauchen für unsere Glasproduktion, sondern dann auch Kohle. So, fackelmäßig. Was würde hübsch aussehen? Ich könnte natürlich den Eingang links und rechts beleuchten. Etwa so. Doch, das sieht ganz nett aus. Das heißt, der hintere Bereich der Hütte ist dann weniger beleuchtet. Na ja, gut, da überlege ich mir dann noch was. Alles klar, dann hau ich mich einfach aufs Ohr. Bis dann!